Ja, Freunde. Und nun haben wir schon den dritten Advent. Ich wünsche euch an dieser Stelle natürlich euch allen einen wunderschönen dritten Advent. Und hoffe, dass ihr weitgehend eure Weihnachtsvorbereitung getroffen habt. Es sind denn nur noch 7 Tage, bis es dann losgeht. Mit der Freude, mit Spaß und für einige Menschen auch vielleicht Stress. Aber ich finde, man sollte sich keinen Stress machen. So. Wir warten so lange bisher noch auf Timo. Beschleunigen wir. Das ist auch schön. Ach man, Big Sister is watching you. Ach, ich bin erkältet. Entschuldigung. Es ist nicht einfach, gute Noten zu erhalten. Und Timo fühlt sich unter Druck. Und es ist auch nicht gerade förderlich, dass ein Mädchen, das neben ihm sitzt, mit ihm hübschen, unschuldigen Augen zu ihm rüberstarrt. Will das Mädchen von ihm abschreiben oder will es einfach nur freundlich sein? Was nun? Mädchen beschuldigen, anderswo hinsetzen. Was? Mädchen beschuldigen, nein, anderswo hinsetzen. Na super. Ja, auch gut geklappt. Was macht ihr denn da? Oh, sie duscht. Okay. Ups. Eine falsche Taste. Sie tanzt voll ab auf diese Musik. Die ist echt nicht für normal, die Frau. So, er ist fertig. Er kommt nach Hause. Muss gleich da sein. Ist total runter. Er muss auf Toilette. Da ist er. Vor der Tür. Steht er. Kommt er nicht rein. Komm rein, Junge. Unwohl. Er muss auf Toilette. Was ist da noch? Hausaufgaben beenden. Okay. Da machen wir die Hausaufgaben fertig. So. So. Fleißiges Kind. Oh. Das ist ein bisschen müde, ne? Was ist das? Energieplanendes Dekor. Ja. Wir platzieren. So. Ausgaben. Ja, das ist schon mal geschafft. Wunderbar. Hat irgendwo ein Ding? Hm. Warte mal. Hopp. Genau. Schauen wir da hin. Und dann geht's wieder weiter. Oh Mann, was will ich denn jetzt? Wenn ich groß bin, möchte ich Ninja werden. Was muss ich jetzt tun, wenn ich später ein Ninja werden will? Üb jetzt schon einmal, wie man sich. Hä? Was für Berg? Nein. Besorge dir ein Ninja-Outfit. Okay. Was? So, ich muss auf Toilette. Ja, es knäuft schon ganz schön.
So, emotionale Aura aktivieren. Haben wir noch? Nein, mehr nicht. Eine Wäsche von sich aus, sehr gut. Ja. Was hat die denn? Nein, freundlich. Also Freunde werden. Entschuldige, besser Freunde werden. Freundlich. Gemeinsam ein Foto machen. Mhm. Freundlich. So. Haben wir Aktionen? Ja, zu und dann. Nö. Warte. Was haben wir noch? Tipps, was? Tipps bitten? Nein. Kennenlernen. Liebe Follow mal. So, sind wir ein bisschen hier. If it's a May, when can the moon? Jalan, Bespadrobal, Shunik. Erzählen der Sozialfähigkeit erreicht. Timur kann jetzt die Stimmung anderer Sims. Ja, Sims verspotten? Ja? Außerdem kann er jetzt Schelm und Kerl. Okay. So, ist schon fertig? Hm. Oh, komm, mitschreiben. Mitschreiben. Hat Hunger. Hä? Ja, wie? Was macht er da? Was hat er da gemacht? Tisch gedeckt. Wie süß. Okay. Fertig? Oh nein, der Herd ist kaputt. Achso. Das Essen kommt. Und das hier? Nö. So, das müssen wir reparieren. Das kann sie ja mal. So. Reparieren, ersetzen, Reparatur arrangieren. So. So, das macht sie quasi drum. Yes. Naja, ist sehr schön. Ah. Gablanusch. Sollen wir uns vielleicht einen besseren Herd kaufen bei Zeiten. Wenn Junge fertig ist mit Essen. So. Schön. Schön ist er fertig. Okay. Das hier auch. Weglegen. Das hat es aufgeräumt, das ist weglegen. Habe ich falsch geklickt, ne? Ah, shit. Schön essen. Wie repariert das? Hoffentlich. Hier schnell. So. Alles gut, sonst. Ja, gut, ihr könnt vielleicht ein kleines Bad machen. So, verbessern. Ich kann schon verbessern. Baden. Eine Dusche nehmen. In der Dusche singen. Nachdenklich duschen. Das hilft auch ein bisschen. Dusch mal ein bisschen. Ich wollte gerade Buch lesen, ne? Entschuldigung.
Aber dein Hygienelevel ist schon bedrohlich tief. So. Also. Nur halb so viel gekostet die Reparatur. Hat ja noch ein bisschen mehr repariert, ne? Okay. Das ist Wochenende eigentlich. Wir gehen also 11 Stunden, ja, nee. Noch kein Wochenende. Fertig? Er ist fertig. Okay, jetzt schnappst du dich ein Buch. Nein, du sollst hier eigentlich deinen Song hier weiter schreiben. Nicht schreiben. Ich weiß, was du gerade. Was? Ah. So. So, fertig machen, Junge. Wo ist er denn? Da ist er. Und dann ist es auch langsam spät, dass er. Ja, so also macht er ein großer Kompanist. Was hat er da in unserer Agenda? Museum besuchen. Ja, heute nicht mehr. Ist zu spät. Nochmal Zähne putzen. So. Ja, ist ja fast geschafft. Beschleunigen das mal. Komm schon. Das wäre zu spät, dann müssen wir ins Bett jagen. Haben wir es gleich geschafft. Oh, ich habe es geschafft. Okay, das reicht. Gute Nacht, Junge. Schlafen. Okay, sie schreibt auch schön. Oh. Das heißt, er schlafen. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir auch hier Schluss. Ist nicht so eine so lange Folge, aber das passt ungefähr in eine durchschnittliche Sichtweise, Sichtverhalten meiner Besucher auf YouTube. So, ja. Ich denke, das ist Quatsch jetzt hier. Länger als 15 oder 20 Minuten zu machen. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich haben wir sie auch schon überschritten. Ich habe jetzt nicht auf die Zeit geachtet, aber ich denke, es müsste so ungefähr 15 Minuten sein. Wenn es mehr sind, habt ihr Glück gehabt. Wenn es nicht, dann habt ihr eben Pech gehabt. Oder auch. Egal. Also, ja. Also wie gesagt, genießt jetzt doch die letzte Woche vor Weihnachten und ja. Macht doch keinen Stress, ja. Genießt das einfach. Und wir sehen und hören uns zu Heiligabend. Zu Heiligabend kommt dann natürlich nochmal
Folge für den vierten Advent, weil Heiligabend fällt auf vierten Advent, ist das nicht schön? So. Bisschen komisch ist das schon. So, alles klar. Gut, habt euch wohl. Bis dann. Ciao, euer Jockel. Bis dann.